YouTube. Ja. Danke dafür, YouTube. Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf FS Programming. Und heute wieder aus einer anderen Perspektive. Heute machen wir kein Let's Build, aber dennoch ist Yannick mit dabei. Ich dachte schon, er redet gar nicht. Okay. Und zwar, ich weiß nicht, ob wir es in einer der letzten Bildfolgen angesprochen haben, Yannick. Bestimmt. Aber wir hatten da so eine Idee. Und diese Idee haben wir bis heute in die Tat umgesetzt. Aber noch nicht vollständig. Noch nicht ganz vollständig. Die Monetarisierung schon. Nee, das funktioniert gar nicht. Das ist gar nicht mehr in der YouTube API drin. YouTube. Ja. Danke dafür, YouTube. Wollte gerade schon was sagen. Danke dafür, Einplani. Alles klar. Und zwar, es geht um unseren Uploader. Und zwar, habe ich auch schon mal in einem meiner früheren Videos gesagt, warum auch nicht so viele Videos immer kommen, ist, weil es einfach für mich ein Zeitaufwand ist, die ganzen Videos hochzuladen, weil ich eine nicht so schnelle Internetleitung habe. Und die auf mein Handy zu ziehen und von da aus nachts hochzuladen, ist ein Qualitätsverlust, den ich euch nicht bieten möchte. Von daher haben wir gesagt, oder hat sich Yannick damals mal Gedanken gemacht, als wir mit Let's Build angefangen haben, das ist jetzt schon ein paar Wochen her, hat er mir erzählt, er lädt das Ganze mit seinem Pi hoch. Und da habe ich ihn ganz blöde angeguckt und habe gefragt, wie mit deinem Pi? Und wir reden hier von einem Raspberry Pi. Er hat einen Raspberry Pi 2, hat sich da eine grafische Oberfläche drauf installiert und hat da Ubuntu drauf gehabt mit der grafischen Oberfläche und hat die Videos da rübergezogen und von da aus nachts hochladen lassen. An sich keine schlechte Idee gewesen, nur mir war das Ganze zu blöd. Ich habe zu Yannick gesagt, wir machen daraus ein etwas anderes System. Wir bauen das ein komplettes System, sodass wir eigentlich nicht mehr auf diesen Pi drauf müssen. Wir machen alles per Netzlaufwerk, beziehungsweise wir machen alles per Web-Oberfläche. Und das haben wir heute abgeschlossen. Ich habe mir also auch ein Raspberry Pi 3 geholt. Ja, ich habe mir schon eine Version neuerer geholt, als Yannick hat. Ist aber egal, welche Pi-Version man hat. Raspberry Pi 3B. Ja, wenn man es genau nimmt. Ja, man muss es genau nehmen, weil da draußen sind auch welche, die würden sich den Pi 3 holen. Auch wenn die das Programm nicht bekommt. Aber alles klar, Yannick. Ja, ist klar. Okay, Also wir wollten das Ganze über eine Web-Oberfläche machen. Und heute kommen wir einfach wieder zu einem Let's Show und machen es wie in der Leitstelle Heimbach. Wir zeigen euch, was FS Programming wieder geschafft hat. Eigentlich ist es nichts Schweres. Es war nur scheiße kompliziert, das Ganze umzusetzen. Weil halt so viele Faktoren ineinander spielen, die ja, einzelnen Komponenten, man musste halt YouTube verbinden, man musste das Ganze über PHP laufen lassen können. Man muss im Raspberry selber dem sagen können, er soll zu den 10 Zeitpunkten automatisch hochladen. Also wir wollten nicht, dass wir die Videos anstoßen. Das wird sozusagen, dass wir sagen, jetzt lad das hoch, sondern das sollte er automatisch machen. Das wollten wir alles automatisiert haben und sagen, wir laden nur noch unsere Videos rein, stellen das ein und fertig. Und das zeigen wir euch heute einfach mal. Ja. Angefangen hat das Ganze mit einer grafischen Oberfläche. Ich wechsle dafür jetzt mal den Screen. Wir kommen auf dem Iceformer Uploader. Wieso siehst du das nicht? Ja, ich muss es umlegen auf einen anderen Monitor. Nee. Ja, wo bist du jetzt? Monitor 2. Also, Yannick ist aktuell per Anydesk bei mir drauf. Ich bin so verrückt. Ich gucke jetzt bei OBS, da sehe ich wenigstens immer das, was du aufnimmst. Ja, also für euch war ja einfach die ganze Zeit der Pause-Screen quasi von Twitch drin. Und jetzt sind wir halt. Ich habe das jetzt mit OBS schnell gemacht, weil es halt da schnell alles drin ist. Ich habe meine Pause-Screen, ich habe meinen Programm-Screen. Und so sind wir jetzt hier auf dem Iceformer Uploader. Wie ist der Name Iceformer Uploader gekommen? Wer unsere Let's Builds guckt, auf beiden Kanälen, weiß, Yannick heißt als Spielername TheFormas98. Und mein Spielername eigentlich auf fast allen Plattformen ist IceDragon14. Ist damals mal 2014 oder so entstanden und seitdem an habe ich diesen Namen. Und wir haben einfach daraus eine Korrelation aus The und aus The haben wir weggeschnitten und bei mir das Dragon 14 und daraus ist Iceformer entstanden und das ist der Uploader ist Iceformer Uploader. Ja, jetzt also hier der Pi 3.
Wir haben einen schönen Login-Screen. Wie ihr mich kennt, ich bin zu voll, ein Passwort einzutippen. Ich habe bei mir es gespeichert, aber auch nur auf dieser Maschine, weil das halt hier der komplette Programmier-PC ist. So. Und schon werde ich direkt begrüßt mit meinem Namen, also er weiß direkt, wer ich bin, und begrüßt mich in meinem Pi-Uploader. Und wir sehen hier direkt eine Menge Optionen, die wir haben. Wir fangen ganz links an, wir haben gerade unseren Homescreen, da kommen eventuell noch ein paar Sachen rein, da könnt ihr auch mal eure Ideen in die Kommentare schreiben. Das ist nämlich so noch die Sache, wo wir noch nicht ganz dran sind. Und zwar, wie wir das Ganze handeln mit, vielleicht kommt da rein die letzten Videos, die wir hochgeladen haben, die letzten 5 oder die besten 5 Anzahl von Views oder von Kommentaren, von wo die meisten Kommentare drauf gekommen sind, das kann man alles da einbauen. Das können wir alles dann hier rein tun. Und da sind wir gerade so ein bisschen dabei, da uns noch was zu überlegen, wie wir die Seite noch ein bisschen verschönern sollen. Dann haben wir unter Projekte, klar, die kompletten Projekte. Das heißt, unter den Projekten kommen halt alle Videos rein. Da kommen wir uns nämlich gleich zu. Daneben haben wir einen Upload-Plan. Da ist eigentlich nur eine Ausgabe. Da können wir uns ja auch schon mal angucken. Zu Projekten will ich halt ganz am Schluss kommen, weil das also der Part ist, wo man am meisten arbeitet. Hier sieht man halt dann, wenn Videos da sind, die man hochladen will, sieht man, wie viele und wann die hochgeladen werden. Ja, dann etwas weiter sehen wir hier oben so ein kleines Auge und dann eine große Zahl jetzt bei mir, sind jetzt 19.416, okay, für mich ist sie groß, weil ich finde das schon klasse, dass so viele Leute schon bei FS-Programming vorbeigeschaut haben, dafür auch schon mal einen riesen Dank. Für manch anderen YouTuber, der das jetzt sieht, der wird vielleicht sagen, 20.000 ist ja nicht viel. Für mich ist das eine Riesenmenge und ich bin froh über jeden Einzelnen, der, auch wenn es nur 5 Sekunden waren, aber der bei mir auf dem Kanal war und zumindest mal vorbeigeschaut hat, weil das zeigt zumindest immer ein bisschen von Interesse. Und auch wenn sie nur 5 Minuten geguckt haben, weil sie mein Charakter nicht gefällt oder so, das ist dann deren Meinung, aber ich finde es schön, dass trotzdem 20.000 Leute schon hier waren. Also das sind unsere Kanalaufrufe, unsere Views von allen Videos, die ich auf YouTube habe. Alles zusammen addiert. Das ziehe ich aus YouTube direkt, das heißt, das sind die YouTube-Live-Daten. Daneben die 83, wer jetzt ganz schnell nach unten guckt, sofern sich das noch nicht geändert hat, 83 Abonnenten zum jetzigen Zeitpunkt. Auch da bin ich über jeden Einzelnen froh. Und daneben, jetzt wird es etwas komplizierter. Da steht jetzt 13-0-13. Was hat das jetzt zu bedeuten? Die 13013 zu bedeuten. Mein Headset hat sich gerade einfach neu gestartet. Okay, also, die 13 am Anfang bedeutet die Zahl, wie viele Videos hochgeladen sind. Aktuell sind 13 Videos über den Pi hochgeladen worden. Die 0 sagt jetzt an, aktuell sind 0 Videos, sehen wir ja auch im Uploadplan, ist kein Video drin, sind aktuell 0 Videos, die hochgeladen werden müssen. Und die 13 am Ende bedeutet die Gesamtzahl. Das heißt, vorne plus hinten ergibt gleich immer das, was hinten drin ist. Vorne plus Mitte ergibt das, was hinten ist. So kann man sich das rechnen. So kann man sehen, gibt es irgendwo Fehler im System. Wenn zum Beispiel einer einen falschen Status hat. Also wir reden hier von Status wie hochgeladen, nicht hochgeladen und Upload. Wenn er irgendwie einer in der Datenbank rumgefuscht hat oder es irgendwie ein Problem gab, dann kriegt er schon mal einen falschen Status. Und dann taucht er da oben in der Statistik nicht auf. Der ist nicht hochgeladen, der hat zum Beispiel keinen Upload. Aber er kommt in der Gesamtzahl 13 trotzdem mit drauf. Das heißt, zum Beispiel 13, 12, 0, dann stimmt irgendwo was nicht. Da kann man einen Fehler suchen. So sieht man, aktuell ist alles in Ordnung, der Pi hat nichts zu tun. Ja, dann nehmen die aktuelle Uhrzeit. Falls man den nochmal auf dem zweiten Monitor hat, ich habe es jetzt auf meinem Hauptmonitor. Ihr seht jetzt meine Taskleiste aktuell nicht, aber da unten habe ich ja auch meine Uhr. Windows 7 kennt ihr ja. Und daneben der Kontostatus. Aktuell ist mein Konto verknüpft. Also ich bin aktuell vom Pi aus mit dem Google-Konto verknüpft. Jetzt kann ich auf das war ein Scheißkrieg. Das war wirklich der beschissenste Krieg, den wir hatten. Also das war das Schlimmste. Wenn wir jetzt auch mal auf den Raspberry Pi wechseln, dann sehen wir jetzt aktuell ist die RAM-Auslastung sehr hoch, weil ich habe gerade eben noch was dran gemacht. Ich bin aktuell noch mit der grafischen Oberfläche drauf. Das ist, weil ich auch aktuell da wirklich sehr viele Sitzungen aufhabe und deswegen arbeite ich sehr viel drin. Wenn ich das neu starten würde, dann wäre das, Der hat ja bald die 5 Tage geknackt. Er hat bald die 5 Tage geknackt, genau. Das Video wird jetzt so lange noch. 26 Minuten auf den Nacken. Nee, so lange machen wir nicht. Strecken. Dann
sehen wir unsere CPU-Auslastung, unseren Rahmen, wir sehen den Hostname, wir sehen das Betriebssystem, also ich habe das Raspberry Linux 9.1, also Stretch Linux habe ich drauf. Das ist jetzt schon 4 Tage, 23 Stunden, 34 Minuten und 47 Sekunden online. 49. 50. Ja. 51. Dann 52, sehen wir die IP. 10.0.0.52, das heißt, es ist im lokalen Netz. Und wenn ihr oben in die Adressliste guckt, ich habe pi-youtube.de. Das heißt, er hat eine eigene Domain für sich bekommen. Ihr ist nicht von außerhalb rootbar, also ihr könnt jetzt nicht auf pi-youtube.de gehen und ihr kommt da drauf. Es sei denn, kauft sich jetzt einer die Domain. Die Domain ist aber für mich intern. Das heißt, mein Router oder auch mein PC weiß, dass wenn ich auf pi-youtube.de will, ich immer auf die 10.0.0.52 will. Das heißt, internes Netz. Er geht jetzt gar nicht raus. Das braucht man wegen der Verknüpfung vom Konto. Genau. Das ist so, YouTube verlangt, oder eher gesagt, Google verlangt, wenn wir mit dem Kanal verknüpfen, eine Top-Level-Domain. Also haben wir uns dazu entschieden, wir faken eine. Der Browser sendet, er kommt von pi-youtube.de, der Google akzeptiert das und schickt auch wieder auf pi-youtube.de zurück. Also leitet uns wieder dahin zurück. Und ich habe alles einfach die Fragen entgegengenommen und ist im PC eingestellt, dass er automatisch auf die Adresse geht. Somit funktioniert das wunderbar. Und ich sehe noch meine Prozesse. Ich habe aktuell 203 Prozesse auf dem Pi laufen. Wie gesagt, ich bin aktuell noch im Programmiermodus da drin. Von daher etwas mehr. So, jetzt steht hier oben FS-Programming. Jetzt ist der Kanalname. Ich kann mit dem Pi auch direkt mehrere Kanäle befeuern. Jetzt sehen wir hier sehr viele Daten. Ich werde natürlich den API-Key und den Client-ID und Client-Secret ausgrauen, wenn sie schwärzen. Das sind ja Daten, damit könntet ihr sogar mein Konto jetzt benutzen dann. Deswegen werde ich das ausgrauen. Und das Video soll auch jetzt gleich über den Pi hochgeladen werden. Also, um eine YouTube-Verknüpfung hier zu stellen, brauche ich halt natürlich den OAuth-Client-ID, das Client-Secret, ein API-Key, um die ganzen Daten oben abzufragen, die Channel-ID, mein Kontoname, das ist nur intern, wie der hier intern heißt, da kommen wir gleich zu. Und darunter habe ich den Statuskonto verknüpft. Sollte er jetzt nicht verknüpft sein, das sehen wir gleich, wenn ich ein neues Konto anlege, könnte ich es verknüpfen. Ja, also ich kann das Konto wechseln. Jetzt kriege ich eine Kontoauswahl. Da sehe ich hier zum Beispiel Projekt Fackelburg. Kommen wir zum späteren Zeitpunkt mal zu. Jetzt kann ich auswählen. Hier steht jetzt aktuell gar nichts drin. Und da hier kein, der nicht verknüpft ist, habe ich hier auch nicht den Namen von YouTube stehen. Also da oben steht immer der YouTube-Name drin. Also steht jetzt erstmal mein normaler Name da. Ich sehe auch, Kontostatus ist nicht verknüpft. Er kann keine Daten abfragen, weil halt nichts da ist. Und ich klicke jetzt einfach auf jetzt verknüpfen. Und jetzt kriegt er mir erstmal einen Error, weil halt gerade nichts da ist. Ist aber gar nicht so schlimm. Er hat jetzt gemerkt, ich habe das Fenster geschlossen, deswegen hat er gerade neu geladen. Ich wechsle das Konto einfach. Ich kann hier x-beliebige Konten anlegen. Kann auch wieder ein Konto löschen. Also das Konto wurde jetzt entfernt und ich kann jetzt wieder mein Standardkonto auswählen. Das erste Konto bleibt immer. Das kann ich nicht löschen. Das ist immer die ID 0. Und jetzt bin ich automatisch wieder hier drin. Mein Kontostatus ist wieder verknüpft. Und ich habe meine Daten wieder hier stehen. Und klar, bei den letzten Link kann ich mich ausloggen. Aber das wollen wir jetzt nicht. Kommen wir jetzt zu Projekten. Das ist jetzt, wo sich alles abspielt. Also ein Projekt ist nicht immer nur, was mehrere Folgen besteht, sondern kann auch nur eine Folge haben. Aber ein Projekt ist immer gleich eine Playlist auf YouTube. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel das Pi-Projekt. Den Pi-Uploader. Jetzt kann ich ein neues Projekt anlegen. Kann sagen, der Name. Das Pi-Projekt. Kann eine Kurzbeschreibung, oder ich kann auch hier schreiben, der Pi-Uploader, das hört sich, glaube ich, besser an. Der Pi-Uploader. Ein Pi zum Hochladen von Videos. URL und Playlist-ID wird gleich automatisch vergeben. Ich kann sogar Vorlagen einstellen, zum Beispiel, ich kann jetzt hier Nummer und Name eintragen und zum Beispiel dann noch die 5 dahinter. Kommen wir gleich mal zu, wozu das ist. Kann hier auch eine Vorlagenbeschreibung einlegen. Mache jetzt einfach mal eine 5 rein. Und folgenden Text mal einfach mal eine 0 rein. Und drück auf Speichern. Das ist eine 0. Was bist du? Die 5 war auf mich bezogen. Ja, ich bin mangelhaft. Wer war der Ideengeber quasi, der das alles angeschlagen hat? Wer hat es umgesetzt?
Du. So, jetzt kriegen wir da oben erstmal eine Fehlermeldung. Das liegt daran, dass die Verknüpfung eventuell gerade auch nicht wieder hundertprozentig funktioniert hat.